Mit dem Andauern des Krieges in der Ukraine werden die Warnungen vor der Verschärfung von Hungerkatastrophen in vielen Ländern der Welt lauter. Das liege auch an der russischen Blockade ukrainischer Häfen, durch die Getreidelieferungen nicht ausgeliefert werden können, so die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Dienstag. Wladimir Putin hat diesen Krieg begonnen. Er hat diese weltweite Hungerkrise geschaffen und er ist derjenige, der sie beenden kann. Die Ukraine ist einer der wichtigsten Getreideexporteure der Welt. Von Lieferausfällen werden viele ärmere Länder schwer getroffen, auch weil die Hilfe teurer wird. Wir hatten bereits damit begonnen, die Rationen für Millionen Kinder und Familien auf der ganzen Welt wegen der Benzin- und Lebensmittelpreise und der Transportkosten zu reduzieren. Im Jemen zum Beispiel haben wir die Rationen für 8 Millionen Menschen um die Hälfte gekürzt und in Zukunft könnten sie ganz ausfallen. Er könne die Liste um Niger, Mali, Tschad und viele weitere Länder erweitern, so Beasley. Bereits vor dem Krieg habe man diesen Ländern nur mit Mühe helfen können. Die Folgen des Krieges könnten im Hinblick auf die Versorgung von Hungerleidenden die schlimmsten seit dem Zweiten Weltkrieg sein, so der Leiter des Welternährungsprogramms.